Ja, da bin ich wieder. Jetzt schneide ich den nächsten Teil. Also, voll der Schneiderakkord heute. 8.28 Uhr haben wir jetzt schon. Oh, Mann, ich bringe Müll raus. Oh, ist die fleißig. Kleine Fleißmeise. Vatertagsfrühstück. Eieiei. Ich glaube, probiert das mal. Vatertag! Ja! Bist du Superhelden? Helden, vor Superheldentag. Der Superheldentag, so fein. Ja. Die Mutter hatte alles vorbereitet. Und was habt ihr hier den größten Superhelden von allen, wa? Ich hab das Brot geholt. Ich fahr den Sand. Und wer das Lied mir identifizieren kann, ich fahr den Sand. In den Sand! Nee. Der kriegt von mir Moment, pack mal jetzt einen Daumen nach oben. Oh. Nutella! Nutella? Was ist denn das? Heißt Nutella! Heißt das nicht Nutella? Nutella ist Spider-Man! Nutella ist Spider-Man. Echt? Ist das so? Oh, hier ist der Pfeffer nass. Nutella! Ja, Skadi hat auch was aus. Nutella Brot doch mal. Ich will doch Papa, bitte ich meine Reise. Ich will kein Brot. Ich esse Käse. Ist der lecker? Komm, du alte Omi! Omi, bleib mal sitzen. Weil ich eine alte Omi sagt. Hinsetzen. Hinsetzen. Mama, weil ich eine alte Omi sagt. Und du, Anne? Anouk ist eine alte Omi, wegen kann sie nicht so nerven. Kann ich mal den fleischhaltigen Teller haben? Mhm. Der Käse ist gut. Ja? Mhm. Ist kein Fleisch. Schön. Haben wir gegessen? Ihr seid alle schon weg. Ist ja ein Ding. Nein, alle. Du bist doch da. Alle anderen sind schon getürmt hier. Schön, ist leer. Okay, die erste. Patschi. Godzilla. Sieht aus, als wäre das so ein Reis. Ein Knödel, finde ich. Vorsicht für sie, okay. Ich sehe alles auf sie drauf. So, jetzt bin ich fertig mit dem Vlog von gestern und heute. Jetzt ist es mittlerweile 10:45 Uhr. 10.42 Uhr. Das produziert über eine Stunde, geht der, weil mit Musikeinlage. Freut euch drauf. Na, ihr habt ja auch wieder die. Die nicht auf den Sack geht, natürlich, man kann es nicht allen recht machen. Was ist hier passiert? Die kippen alles aus, weil sie im Kühlschrank rumwühlen. Was ist da passiert? Öl. Öl nur? Ja, Öl, genau. Nur Öl? Ach, Öl. Öl. Wer kippt hier Öl aus? Skadi. Skadi. Wo ist Skadi? Ich möchte sie verprügeln. Ich habe sie nicht mit Absicht gemacht. Nee? War nur aus Versehen. Ah, hat sie drei gegriffen. Aus Versehen. Jetzt hat sie drei Stück. Nein. Wieso hat sie jetzt drei Stück? Öl. Nein, ich hab dir eingegeben. Wieso hat sie zwei? Drei. Arrivederci, Hans. Das ist ja der letzte. Ja, kommt da rein. Skadi hat jetzt mal gegessen. Ich hatte gar keinen. Was passiert? Du kriegst gerade drei Schokoriegel. Mann, jetzt hör doch mal auf mit der Story. Ich hab schon längst gegessen. Hör auf jetzt damit.
So Story, Story ist sie auch nicht Story. Oh. Oh. Arrivederci! Hans! Als letzte tanzt! Ja, arrivederci! Ja, ja, arrivederci! Ja, arrivederci! Hans! Es war so, schön. Wir sind alle bekloppt. Ich hoffe, ihr auch. Oh, na dann, schauen wir mal. Vatertag und Geburtstag beim Opa. Ich übertrug es. Ich habe heute nur mal leckere Sachen aufgetischt, so Frühstück. Und jetzt überkommen und immer wieder duschen, mal und schicken und gehen ein bisschen nach Flitten. Da ist doch die da. Und wenn wir zurückkommen, dann gibt es leckeres Essen und die Geige. Ja, na, ich bin gespannt, was du gehst. Ich vermisse meine Mäuse. Ich vermisse dich auch. Das wird nicht vermiesen von Mama. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Wir haben ein Problem mit dem Aufzugsrad. Ist das ein neues Problem? Nein, das ist die halt doch defekt gekauft. Das war doch die, die nicht gelaufen ist. Die Glashütte. Und dann müssen wir hier dieses Teil hier abdrehen. Dieses Hebelchen. Das sitzt nicht richtig. Er hat sie als defekt eingestellt. Dann haben wir hier diese Feder, die man dann gleich richtig einsetzen müssen. Wieso? Mit ordentlich Spannung, dass sie den Hebel daran drückt. Die Feder saß nicht mehr richtig. Zack. Guck, Feder. Hebel. Das ist ja nicht. Das ist ja noch groß. Quasi. Na, darfst du ja nicht. Wir müssen jetzt los. Erstmal. Vorher möchte ich das hier auch nochmal sauber machen. Weil das Uhrwerk funktioniert. Ich habe es schon probiert. Jetzt. Der Sperrhebel, der sperrt dieses Zahnrad. Das ist wieder zurück. Und dieses Rad ist das Aufzugsrad. Du ziehst es auf. Ja, und dann sperrt es halt. Aber wenn die Feder nicht richtig sitzt, um den Sperrbild zu betätigen, kann der Draht nicht sperren. Also, müssen wir es reparieren. Ich will nicht zu spät kommen, wir müssen los. Ihr wollt um die ganze Luft. Achtung, erst gucken. Keiner? Los. Du warst schon Fußgängerführerschein, ja? Seit der ersten Klasse schon. Das passt nicht in unser Auto. Aber wir passen in unser Auto. Wir passen in unser Auto. Papa, gibst du das ohne? Brauchst du mein Telefon? So, jetzt. Na, ich habe keine Telefonnummer von ihr leider. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Ach, du weißt auch gar nicht, wie die heißt? Nein, treffen wir uns um 3:30. Das ist das Problem, wenn die Leute Angst haben, wahrscheinlich immer. Die wird kleiner zeigen. Wollen sie erst mal gucken, wer da kommt. So, Nuki hat jetzt also einen neuen Schrank, den wir dann abholen müssen. Junge, lass zu das Fenster.
Fenster. Sind alle Lampen bei euch da hinten aus? Ja, natürlich. Naja, natürlich ist es nicht, was da, die macht ja mal alles an. Nein. Na denn. Auf, auf. Ja, denn ich arbeite mit mikroskopischen Teilen. Bin ich in der Küche? Ja, ich gehe auch nicht in die Küche. Ja, ich mach das Gehäuse ein bisschen sauber von der. Das ist ja keine teure Uhr, das ist ja nur eine Glashütte. 90 Euro. Die ich defekt gekauft habe, als defekt. Werk läuft nicht, jetzt läuft das Werk wieder. Das habe ich schon geschafft. Und dann ist das ganze Gehäuse noch dreckig. Die mache ich noch ein bisschen sauber. Das ist ja meine meditative Arbeit. Klasse, bitte. 2.17 Uhr. Da gucken wir mal morgen um dieselbe Zeit, was das so sagt.